So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht auch richtig. Das brandneue und aktuelle Lego Disney Prinzessin Magazin Nummer 1 für rund 4,50 Euro. Mit einer Minifigur. Ja, okay, die Minifigur ist nicht meine Welt, aber es ist Dornröschen. Vielleicht ist er da draußen der ein oder andere, der mag die ganzen Disney-Geschichten. Ich auf jeden Fall. Aber Dornröschen als Lego-Figur? Aber das ist so eine Art Lego and Friends-Figur. Ihr wisst, was ich meine. Aber ist trotzdem nett anzuschauen. Baue ich natürlich gleich auf, um euch zu zeigen, wie sie aussieht. Aber jetzt, ihr kennt ja, erstmal in das Magazin drin rumblättern. Und ihr seht schon, Merchandising, Spiele, Rätsel und Comicbeilage. Och, süß, ein Bett. Dann seht ihr hier Merchandising, aber was sehr schön ist, ist die Comicbeilage. Schön gezeichnet, nicht so in diesem Lego-Stil. Dann hier Basteltipps. Oh, dann haben wir hier ein Poster, zwei Seiten. Ja, zwei Prinzessinnen am Tanzen und natürlich ein kleines Disney-Schloss. Ja, das kleine ist natürlich auch nicht schlecht, aber für mich muss das Poster nicht sein. Dann habt ihr hier was zum Ausmalen. Ihr seht, ah, was haben wir denn hier von den Röschen? Was zum Ausschneiden. Dann könnt ihr euer eigenes, auch eine kleine Geschichte. Seht ihr? Dann wieder ein Spiel, Rätsel zum Bestellen, Gewinnspiel und das nächste Magazin. Da ist drin, ach, das süße Bett, was wir gerade gesehen haben. Ist aber nicht meine Welt, werde ich vielleicht nicht unboxen, dafür kennt ihr mich ja. Dann in das Lego Friends Magazin, Torten mache ich ja öfters, wisst ihr ja. Aber jetzt kommen wir natürlich zuerst mal zu Dornröschen und wie sie aufgebaut aussieht, das schauen wir uns mal an. Aber ihr seht schon, perfekte Tüte. Warum geht das noch überall woanders bei Lego im Moment noch? Oh, die ist aber jetzt, seht ihr, ich habe zu fest gedrückt. Schade, die ist kaputt. Aber, ja, okay, die ist kaputt. War aber zu fest gezogen, zu viel Heißkleber dran. Aber ich gucke mal, ob ich sie fertig kriege. Dann haben wir natürlich zierlich zarten Körper. Natürlich auf. Ah, ihr seht schon, die ist zerdetscht. Kommen die Haare. Aber es ist dann Röschen. Dann natürlich jetzt noch die Blume. Die ist aber auch zerdetscht und kaputt. Die hat wohl falsch gelegen. Ihr seht das Loch. Es ist kaputt. Aber trotzdem ist es ja Dornröschen. Ihr seht, ist komplett zerquetscht. Da müsst ihr wirklich drauf aufpassen. Das ist wohl falsche Lagerung gewesen. Aber ich wollte, ja, ist eigentlich schade jetzt für mich. Ich hätte gerne jetzt Dornröschen gehabt. Aber vielleicht besorge ich es mir noch einmal. Ihr seht es jetzt selber, es kann passieren. Deswegen, passt auf, wie die gelagert sind. Wenn da was Schweres draufgelegen haben. Die Verpackung ist ein bisschen dünn oder sowas, lasst es sein. Aber nichtsdestotrotz wollte ich euch einfach nur zeigen wieder, was für ein Magazin, mit welcher Figur draußen ist. Das Lego Disney Prinzessin Magazin Nummer 1 für 4,50 Euro. Ihr schreibt mir und alle anderen Zuschauer, natürlich jetzt in die Kommentare, wie findet ihr das Magazin? Habt ihr schon? All das könnt ihr, sollt ihr für mich und alle anderen natürlich posten, kommentieren. Ihr wisst ja ganz, wie ihr es sehen wollt. Und ich versuche irgendwas von Lego Disney Prinzessin unter dem Video zu verlinken. Ihr wisst, sicher, bequem ist es immer. Günstiger müsst ihr selber entscheiden. Und das, jetzt kommt das Wichtigste. Bleibt auf jeden Fall gesund. Und dann guckt hin und schaut zu.